kapiert. Transformers, Roboter gut maskiert. Autobots kämpfen für die Sieg über die bösen Kräfte der Decepticons. Transformers. Was bisher geschah? Vor kurzer Zeit habe ich ein Gespräch zwischen Megatron und einem Decepticon-Doppelagenten abgefangen, in dem es um Bullheads Entführung ging, weil er der größte Weltraumbrückenexperte in dieser Galaxie ist. Na wunderbar! Endlich werde ich meine Truppen nach Cybertron zurückführen! Schade, dass niemand mehr übrig ist, den du führen kannst! Megatron, mein alter Freund! Vielen Dank, dass ihr die Drecksarbeit für mich gemacht habt! Konzentriert den Angriff auf Megatron! Noch mehr Starscream-Klone? Wie ist sowas nur möglich? Bei dieser ungewöhnlich hohen Allspark-Konzentration, die von Starscream ausgeht, kann man nur annehmen, dass er diverse Allspark-Splitter zur Verfügung hatte, um all diese Klone online zu schalten. Tut's dir nicht leid, dass du gefragt hast? Lagnat, Blitzwing, ich brauche sofort Unterstützung. Wo seid ihr? Naja, nicht weit weg, aber dumm gelaufen. Du brauchst schon mehr als ein paar lächerliche Klone, um mich zu besiegen, Starscream. Na los, Professor, wir müssen die Weltraumbrücke abschalten. Warum hast du sie überhaupt erst aktiviert? Was hast du dir dabei gedacht? Das sagt mir der Megatron schon wieder aufgebaut hat. Mixmaster, suche Lagnat und Blitzwing. Scrapper, gib mir Rückendeckung. Hey, echt, Mann, davon war nie die Rede. Ich bin Bauprofi, kein Kämpfer. Hey, das war's dann wohl. Niemand vergreift sich an meinem Motoröl. Wir müssen irgendwie versuchen, da hochzukommen, um einen Höhenvorteil zu haben. Warum lassen wir nicht zu, dass er Megatron erledigt? Wir müssen verhindern, dass einer der Decepticons über die Brücke nach Cybertron gelangt. Blödbot, eine einfache Baumaschine kann es doch niemals mit meiner Feuerkraft aufnehmen. Ach, wirklich? Dann zeig ich dir mal was Feines. Das darf nicht sein. Du darfst mich nicht besiegen. Du bist meiner nicht würdig. Du bist ein Nichts gegen mich. Keine Sorge, ich schieße nichts. Ein Starscream erledigt. 5 bleiben noch. Ich bin nicht erledigt. Wenn ich wollte, könnte ich einfach abhauen. Ich will es nur nicht. Eine brillante Strategie, brillant! Es ist mir eine Ehre, dir bei der Flucht vor diesem eleganten Autobot zu helfen. Was redest du da? Ich habe mich ganz allein befreit. Bitte, bitte tu mir nicht weh! Ich krieg so leicht Beulen! Nein, nein, nein! Nicht die starre Fesseln! Ich bin furchtbar allergisch gegen starre Fesseln! Nein, abschalten, abschalten, sofort abschalten! Aus damit, leg die Weltraumbrücke lahm! Er ist einer von uns. Du bist das Weltraumbrückengenie. Hol ihn zurück. Naja, ich versuch's, aber ich hatte keine Zielkoordinaten gesetzt. Die können sonst wohin transportiert worden sein. Hier, nimm die. Starscream, hör endlich auf mit dieser albernen Meuterei! Ja! Du bist wirklich der letzte Bot, von dem ich erwartet hätte, dass er mich retten würde. Ich bin nicht hier, um dich zu retten, Megatron.
Jetzt sind alle Allspark-Splitter in der Sparkkammer des Schiffs. Auf mein Zeichen hin gibst du dem Schiff mit deinem Schlüssel Starthilfe. Jetzt! Nun komm schon, alter Freund, ich weiß, dass du es schaffst. Konzentrier dich auf meine Stimme. Hörst du mich? Bleib bei mir! Ratchet? Wenn du mich fragst, ich glaub nicht, dass es wieder... Ratchet, bist du das? Es hat was gesagt. Oh, glaub mir, er kann noch viel mehr als reden. Es sind überall Decepticons um mich herum. Ich werde es nicht schaffen. Alles in Ordnung, Freund. Der Krieg ist vorbei. Haben wir gewonnen? Ja, das haben wir. Durch deine Hilfe. Okay. Warum hast du mir verschwiegen, dass euer Schiff lebt? Weil das Schiff seit mehr als 2 Millionen Sternenzyklen nicht mehr gelebt hat. Unser Freund hat damals seinen Spark geopfert, um den Krieg zu gewinnen und befand sich seitdem in einer Wachstarre. Ich kann mich kaum erinnern. Ich werde dich später neu programmieren. Erstmal brauchen wir deine Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Ratchet, ich... Glaub mir, das wirst du. Mit der Hilfe meiner organischen Freundin und ihres Schlüssels machen wir klar Schiff, wenn du den Ausdruck entschuldigst. Dann bist du in nun wieder flott. Was tust du da? Ziel auf seine Sparkammer! Ziel auf seine Sparkammer? Sag mir nicht, wie ich zu kämpfen hab! Ich hab schon auf Megatron geschossen, da warst du noch ein Keim! Dann sieh mal, was aus dem Keim wurde! Hey, bleib stehen, dann kann ich dir ein paar passende Zementschuhe mischen. Misch das, Ölmaul! Mixmaster, am besten du greifst nur den Kopf der Starscreams an. Den Kopf der Starscreams? Professor, warten Sie, wo wollen Sie hin? Ist doch gar nicht deine Art, dich in deinem Autobot zu verstecken. Aber für dich ist es typisch, sich hinter einer Armee billigster Imitate zu verstecken. Prime, alles in Ordnung? Ja. Ich war so beeindruckt von deinem Starrefesselangriff, dass ich mir vorgenommen habe, es selbst auszuprobieren. Du warst sehr gut, wirklich sehr gut. Ich habe schon lange auf diesen Augenblick gewartet. Keine Sorge! Ich werde allen erzählen, du wärst tapfer im Kampf offline gegangen, nachdem du mich zu deinem Nachfolger ernannt hast. Hey, was soll das werden? Ah! Oh, das ist wunderbar. Das ist gemein von dir! Ich wusste, er arbeitet für die Decepticons. Er hat gerade Megatrons Hinterspoiler gerettet. Aber nur, weil ich ihm den Hinterspoiler selbst versohlen will. Ich bitte dich. Worauf wartet ihr denn noch? Legt Megatron lahm! Macht schon! Jeder andere Anführer ist besser als du. Oh, weiser, genialer Megatron! Du hast allen deine vollkommene Überlegenheit bewiesen! Ich werde dir immer treu dienen, Megatron! Meine organische Freundin Zari repariert mit ihrem Schlüssel die Datenbanken deines Hauptspeichers. Wir können nicht alles wiederherstellen. Noch nicht. Aber wir werden dich so weit booten, dass du betriebsbereit bist. Ich habe Angst, Ratchet. Ich kann nicht sehen.
Ja, weil deine optischen Sensoren noch von dem Felsen verdeckt sind. Du musst versuchen, dich vorsichtig aus der Felswand heraus zu manövrieren. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Hab keine Angst, ich bin in deiner Nähe. Gib ihm alles, was du hast, Zari. Du hast es noch immer drauf. Aber das hier sieht nicht nach Cybertron aus. Ich weiß. Ist eine lange Geschichte. Na, wie fühlt man sich, wenn man in seine eigenen starre Fesseln gesteckt wurde, Autobot? Jo, seht mal, wen ich hab. Kannst du mit dem beknackten Geomme aufhören? Das beknackte Geomme ist eine Konzentrationstechnik. Ein ausgebildeter Cyber-Ninja kann so die Materie besiegen und die Fesseln loswerden. Das schaffst du so einfach? Theoretisch. Ich habe die Cyber-Ninja-Ausbildung nicht abgeschlossen. Damit ist euer Schicksal besiegelt, Autobots. Während die Truppen der Elitegarde mit den Decepticon-Aufständen am Rand der Galaxie beschäftigt sind, werde ich diese Weltraumbrücke dazu nutzen, um meine Decepticons in das Herz von Cybertron zu schicken und das Weltraumbrückennetzwerk zu übernehmen. Ha! Du glaubst doch nicht wirklich, dass dein Plan funktioniert? Und danach wird es für mich ein Kinderspiel sein, alle Decepticon-Einheiten blitzartig auf den praktisch verteidigungslosen Planeten zu verlegen und Cybertron für immer zu übernehmen. Und das habe ich alles eurem begnadeten Weltraumbrückentechniker zu verdanken. Ich verstehe immer noch nicht, woher du diese Fachkenntnisse hast. Ich hatte auf der Energon-Farm eine Menge Zeit, um Weltraumbrückenpläne zu studieren. Und vielleicht liegt mir das ja irgendwie. Na, das nenne ich genial. Du bist bei einer Sache gut und schon verlieren wir dadurch Cybertron an die Decepticons. Geh mir nicht auf den Anlasser, Mann. Die Weltraumbrücke funktioniert nicht, wenn man keinen Empfangscode hat. Dafür würde Megatron jemanden brauchen, der bereits irgendwo auf Cybertron ist. Bist du so ein Nullchecker? Denk an das geheime Gespräch, an Wasp, den ich im Ausbildungslager enttarnt habe. Du meinst sicher den Spion, den wir beide enttarnt haben, Bumblebee. Sind wir uns schon begegnet? Du kennst doch sicher noch deinen alten Kumpel Longarm. Dann war Wasp also kein Doppelagent? Das bedeutet... Du hast einen Unschuldigen ins Gefängnis werfen lassen. Decepticons, macht euch bereit für die Eroberung von Cybertron! Was ist ein Cybertron? Weiß nicht, ich verstehe schon seit damit ist euer Schicksal besiegelt nichts. Aber vorher müssen wir die Weltraumbrücke testen. Für den Fall, dass unser Autobot-Experte vorhatte, unseren Plan zu vereiteln. Und ich werde das Testobjekt auf dieser Seite in Empfang nehmen. Nur für den Fall, dass er eine Sabotage vorhat. Pass auf, dass du nicht auf unsere Freunde schießt! Und sorg dafür, dass ich meinen Vater sehe! Gum, was ist dein Vater? Mixmaster Scrapper, reinigt die Weltraumbrücke von den Steinen! Und ihr anderen, greift das Autobot-Schiff an! Zu viele. Ich schaff das doch nicht. Doch, du packst das, mein alter Freund. Ich glaube an dich. Da vorne ist jemand von uns.
Notfallverteidigungsmodus aktivieren. Codename Omega. Ich kann nicht. Du darfst jetzt auf keinen Fall aufgeben. Ich werde seine Gelenke auflockern. Versuch du, ihm einen kleinen Schubs zu geben. Gelenke? Das Schiff hat Gelenke? Halt dich irgendwo fest, Zari! Ich bin Omega Supreme. Cool. Deine Größe ist bedeutungslos im Vergleich zur Großartigkeit von Megatron. Größe? Na klar. Zielt sofort alle auf seine Beine. Gib dir Mühe und steh wieder auf! Kann nicht. Zu schwach. Was ist denn mit ihm? Omega Supreme ist unsere letzte Hoffnung. Wenn du wüsstest, was er eigentlich für ein standhafter Kämpfer ist, würdest du jetzt auch Angst um ihn haben. Ich werde nicht zulassen, dass du wieder offline gehst. Mächtiger Autobot, es ist mir eine Ehre, dass ich mich in deinem gewaltigen Schatten bewegen darf. Hey, dein Stabilisierungsservo ist gar nicht verschraubt. Du viel zu großer Autobot, ich werde dir dermaßen die Schaltkreise verschmoren, dass du ein Navi brauchst, um deinen Auspuff zu finden. Mayday, Mayday, ich hasse Turbo-Turbulenz. So, wo waren wir stehen geblieben? Hast du nicht langsam genug von deinem Geomme? Mir reicht es, wenn ich sehen muss, wie sie Bossbot fertig machen. Und ausgerechnet da summst du wie ein loser Keilriemen. Das war wirklich nicht meine Schuld. Er hat recht. Der Energiekern... Halt die Klappe, oder willst du Megatron nochmal helfen? Wahrscheinlich ist dieser Allspark-Splitter nicht stark genug. Zum Glück habe ich ja noch einen zur Verfügung. Meinst du meinen? Na toll, jetzt hast du sie überlastet. Muss ich denn hier alles alleine machen? Der Zielcode wurde gelöscht, mein Gebieter. Jetzt kann ich die Weltraumbrücke sonst wohin schicken. Mir zum letzten Mal meine Pläne durchkreuzt, Autobot! Na schön, greift euch Professor Sumdeck und da nichts mehr raus hier, bevor alles hochgeht. Autobots in Gefahr. Das Ding wird ganz Michigan ans Ende der Galaxie katapultieren.
Omega Supreme, du bist online? Bringt euch in Sicherheit, Autobots. Ich werde die Transform-Energie absorbieren. Nein, ich habe dich nicht wieder zum Leben erweckt, um dabei zuzusehen, wie du dich selbst zerstörst. Ich bin darauf programmiert, zu beschützen und mich zu opfern, wenn es sein muss. Nein! Ich will ja nicht euer Wiedersehen stören, aber wir müssen Gummi geben. Alles raus hier! Kommt! Wollt ihr zwei nicht mit? Auf keinen Fall! Wir müssen das Öl retten! Und? Sind alle noch online? Alle, bis auf einen. Er ist bestimmt irgendwo da draußen. Ich kann es kaum fassen, dass dieser Albtraum endlich vorbei ist. Seht ihr, Leute? Ich wusste, dass mein Dad uns niemals hintergehen würde. Er ist der ehrlichste, vertrauenswürdigste Mensch von allen. Oh. Sari, wir müssen reden. Hör auf, mich anzustarren! Nein, hör du auf, mich anzustarren! Meinst du, ich habe Lust, bis in alle Ewigkeit dein verlogenes Verrätergesicht ansehen zu müssen? Glaub mir, deine Frontansicht ist auch eine Zumutung. Wie kann man nur so hässlich sein? Oh, kann mich bitte sofort jemand offline schalten? Was glaubst du, was ich die letzten 4 Millionen Sternenzyklen lang versucht hab? Man darf wirklich nicht darüber nachdenken, wie komisch meine Tragik ist. Ach, halt die Klappe.